jetzt noch mal nach dem Ort, wir haben bitte nicht zu dem gerufen, wir haben keinen Bezirk. Sag mal, kannst du mich vielleicht zu Hause rausschmeißen? Ja, sicherlich. Super, danke. Was ist denn da? Wow, was ist denn jetzt los? Du musst das rauschen, da ist eine alte Dame, die braucht Hilfe. Geh im Ernst jetzt? Ja. Alter. Guten Morgen, wen haben wir denn da? Sind Sie der Dr. Meier? Der Dr. Meier bin ich nicht, nein, ja, da muss ich Sie enttäuschen. Ich suche nämlich den Dr. Meier und ja, ich brauche den. Den Dr. Meier brauche ich ganz dringend. Wie ist denn Ihr Name? Mein Name ist Perle Blumberg. Okay, Frau Blumberg, kommen Sie mal mit mir von der Straße runter. Sie stehen mitten auf der Straße und werden Sie jetzt fast zusammengeführt, Frau Blumberg. Aber ich kommen Sie mal mit. Unbedingt den Dr. Meier. Das was ist brauchen Sie denn wichtig. Vom Dr. Meier, Frau Blumberg? Ja, weil der spricht so schön mit mir. Und gestern ja, ist nämlich mein Wellensittichter davon geflogen. Und heute habe ich da so Schmerzen und es tut so weh. Und ich brauche den Dr. Meier unbedingt. Okay, Frau Blumberg, ja, dann kommen Sie doch mit in den Rettungswagen mit mir. Nein. Und dann schauen wir, wo der Herr Dr. Meier ist, okay? In den Rettungswagen gehe ich sicher. Nein, Frau Blumberg, kommen Sie doch mit. Ich muss hier warten, weil der Dr. Meier, der kommt. Nein, Sie müssen nicht warten, Frau ja, Blumberg. Sie oh, ja, können gerne mitkommen oh, in den Rettungswagen. Frau Blumberg. Nein. Das ist jetzt mein Platz, wo ich warten muss auf den Dr. Meier. Und das ist halt okay, Frau Blumberg, schauen Sie, wenn Sie jetzt mit uns mitfahren, dann können Sie. Morgen. Sie sind ja von der Polizei. Ich bitte Sie, helfen Sie mir. Ich brauche den Dr. Meier. Und wer ist der Dr. Meier? Der Dr. Meier, das ist mein Arzt und der ist ganz wer wichtig für Sie? Mich. Ich bin die Perle Blumenberg und ich brauche den Dr. Meier. So okay, schauen Sie da an seinen Herrn. Gehen ja, Sie einfach mit dem Herrn mit. Kannst du es vielleicht einpacken? Ja. Ich bin leider ein Einsatz. Frau Blumenberg, kommen Sie doch bitte mit in den Rettungswagen und dann schauen wir, wo der Herr Dr. Meier ist. Frau Blumenberg, bitte, kommen Sie doch, seien Sie doch vernünftig. Und er soll herkommen. Ja, der kommt daher und ich warte hier auf ihn und ich habe gedacht, er ist der Dr. Meier. Kannst du es nicht einpacken, bitte? Nein, wir haben leider einen Einsatz von den Grazern, wir müssen das Haus kontrollieren gehen. Frau Blumenberg, Frau Blumenberg, Frau Blumenberg, stehen Sie mal auf. Frau Blumenberg, Jungs, macht's weiter. Macht's weiter, die Polizei steht vor der Eintracht. Was? Die Polizei steht vor der Eintracht, macht's weiter. Das ist deine Ernst, oder? Los, was? Okay, komm. Das ist die gerade gedacht. Komm schon, mach schneller. Ernst? Alter, Junge! Das geht nicht schneller. Das geht schneller. Haben sie dir ins Gehirn geschissen oder was? Mach deinen Job jetzt. Mach deinen Job jetzt. Los! Okay, komm. Ist egal. Komm. Vorsichtig! Was ist dein Problem, Junge? Beruhig dich! Für wen mache ich das? Los jetzt!
drauf, lauf! Weg, Ruhe! Lukas! Bitte, warte doch! Warte doch 3 Sekunden! Warte doch ganz kurz! Bitte! Scheiße! Los, komm jetzt! Lukas! Du spinnst! Komm jetzt! Du spinnst! Bei den Bullen gelandet. Folgen die uns, schau mal, schau mal. Scheißplan. Für dieses Fickmorphin. Für dieses Fickmorphin haben wir gerade Lukas stehen lassen. Für was? Ab, für was, ey? Für was war das gerade? Für das bisschen Geld, was du da kriegst. Mister, du brauchst es doch nicht. Halt die Fresse! Halt's zusammen! Oder ich schmeiß dich den Bullen ganz genauso vor. Was ist das für eine Scheißidee? Seinen Junkie-Freund mitzunehmen zu einem Raub? Was ist denn das für eine dumme Scheiße? Du sollst mir dankbar sein, dass ich ihn für dich losgeworden bin. Der wird niemals selber kriegen. Scheint, schaffst du es selber nicht. Tut mir leid, ich sollte dankbar sein, dass ich das nicht brauche, weil ich ihn eh nicht liebe. Hey, was zur Hölle machst du da? Hey, was machst du da? Lass es! Du dummes Miststück! Mach das Fenster zu! Thank you.
wollte ihn nicht. Toll! Hat sich richtig gelohnt! Hat sich wirklich richtig gelohnt! Komm, wo ist der Schlüssel? Gib mir den Schlüssel. Ich hab keinen fucking Schlüssel! Wo ist. Cool. Fuck! Ja, fuck! Wer hat ihn denn stehen lassen? Wer hat ihn denn stehen lassen? Der Schlüssel ist bei Lukas, das war so klar! Das war so klar! Bei diesem ganzen... Halt, Mann! Bei diesem ganzen fucking Scheißplan! Der wird nicht funktionieren! Der nie funktioniert! Wir müssen da irgendwie reinkommen, Mann! Du kommst da nicht rein! Du kommst in diese fucking Hütte nicht rein, wenn du keinen fucking Schlüssel hast! Und ich muss den Weg da reingehen! Nein! Fick dich! Veronika! Oh. Du, es tut mir echt leid. Ich hab die Polizei nicht länger aufhalten können. Du warst mein Offentheater. Du warst super, du warst ganz großartig. Aber der Justus kann gibt nicht. Da noch einen Weg rein. Es geht kein Weg rein. Der Justus. Hör auf rumzuschreien, Leute, hören uns. Wenn ich stehen lassen, dann haben jetzt wahrscheinlich die Bullen oder sonst was. Ich hab keine Ahnung, was wir so machen sollen. Es ist der, wir wollen nicht wahr sein. Du bist ja das Allerletzte. Ich hab euch in mein Haus einlassen. Und ich hab alles für euch getan und jetzt musst du alles zerstören! Wirklich. Super, tolle Arbeit gemacht! Die Bullen hast uns richtig lang von der Nase gehalten! Du bist ein Elender! Elender! Du musst da rein jetzt! Hey, Justus! Hey, was ist mit dir? Bist du vollkommen bescheuert?